ein Feuer. Sollen wir jetzt entfachen? Meine Fresse, war das wieder ein Quatsch gerade. Aber bevor ich das Feuer mache oder bevor ich leer drücke, muss ich erstmal einen Schluck trinken. So viel Zeit muss sein. Hätte ich eigentlich gerade eben machen können. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, gleichzeitig auch einfach eine Pfeiltaste in dem Fall nach links zu drücken. Weil wenn da steht, drücke E, dann drücke E. Dann drücke ich die auch noch nach links. Ich habe sozusagen einfach nur die Erwartung des Spiels erfüllt. Hui, ja, 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 ich stehe nach die Beine, lalalalala. That's one way to get down. Ja, hat aber gut funktioniert. Und wir sollen ein Feuer entfachen und ich habe da so ein Gefühlchen. Ich habe da so 2 bis 3 Gefühlchen. Das ist mein erstes Gefühl. Funktioniert ja prima. Sind die vielleicht leer und mein zweites Gefühl ist richtig? Bin schon wieder ganz aus der Konzentration raus. Damn, I was sure that would work. Ja, ich auch. 2 dumme ein Gedanke. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwo Benzin organisieren, das da reinfüllen. Das wäre natürlich nicht ganz unmöglich. Fuel tanks. Wo? Da drin? Hat sich einer tot gesoffen oder was? Sieht mir ganz so aus. Naja, sehen wir mal, was wir hier so finden können. Da oben die Teekanne, das sieht doch hübsch aus. Sollen wir hier das ganze Gebilde mit dem ganzen Schnaps anzünden oder was? Oder. Oh Gott. Ich hab da so eine Befürchtung. Warte mal. Bin doch nicht bescheuert, ich bin doch jetzt sie. Ich. Macht es dann genau nicht. Ich hatte kurzzeitig gedacht, wir müssen da tatsächlich die Fackel über die Öffnung rein. Das wäre das Dümmste, was einem Spiel jemals eingefallen wäre. Na Kumpel, hast du noch irgendwas mit beizutragen oder? Ach, da war noch einer dabei. So ein Zwillingsbruder. Die liegen da einfach nur dekorativ in der Gegend rum. Mein Gott, der schöne Schnaps. Können wir hier irgendwie rauf? Können wir bestimmt, aber ich will nicht. Dabei liegt das Brett doch so schön da, Pietra.
Warum kann die sich nicht da an den Streben festhalten und da draufklettern, ey? Und ich stelle auch immer diese nachladenden, dann karierten Texturen da im Hintergrund. Da können wir auch nicht drüber, weil da Stacheldraht ist. Aber ich vermute ich zumindest. Nee. Da war meine Vermutung ganz richtig. Lara, Mädchen, du sollst doch nicht immer den Schnaps zerdrehen. Hab ich dir das nicht gesagt? Können wir hier an der Wand das anzünden? Vielleicht. Den Lappen hier. Nicht. Den Lappen da. Hab ich. Können wir aufs Regal klettern? Egal umwerfen. Kann man auch nicht. Auch ganz egal, kann man auch nicht. Denn da geht's offenbar nach draußen. Wieso kann sie denn nicht ein bisschen noch gehen, dass wir das Regal hier irgendwie umschmeißen und. Also ich habe was von Fuel Tanks gesagt, aber ich sehe den nicht, was soll hier sein? Aber ich gehe mal da raus, das ist klar. Glaube ich, meinst du nicht? Voilà. Gott, der schöne Alkohol. Vielleicht müssen wir auch mal zurück zu dem ersten Tank. Drücke hier zum Aufnehmen und wollen da auch noch Munition. Aber da hat sich auch noch der Vater von den beiden totgesoffen, 25 Jahre vorher. Und liegt seitdem da. Eigentlich. Ach, das ist ein Ventil. Ach ja. Ja, so wunderbar. Hi. Okay, jetzt müssen wir hier. Jetzt drehe ich mal noch ein Stück zurück. Und dann entzünden wir mal hier die. Schneller! Schneller! Mädchen, das liegt gleich hier. Was rede ich überhaupt? Hallo, hier unten. Ja. Gut. Ja, okay. Naja. Wenn er klappen kann. Scheiße. Ich gerade? Oh ja, ich steuere gerade. Ja, sehr war wenig. Okay, das hat gesessen. Nee, leben wir noch, okay. Ja, lebe ich noch? Ach, naja. Gott, Witz, aber ey. Ey.
Nee, bitte nicht. Bitte nicht! Bitte nicht! Und wieder 500 SP. Schlägt es hier. Finde einen Weg zurück ins Bergdorf. Aber wieso denn? Der ist doch direkt da vorne abgeschürzt. Da muss ich nur noch runter wieder. Was soll das denn? Ja, das war ja wieder was. Hoppla, da bin ich. Oh. Oh, Scheiße. Kommt doch von was raus, war ein Berg schnell. Brechen die alle ab, oder was? Das verarscht mich doch nicht. Hm. Aua. Bisschen früh gesprungen. Hm. Ach nee, ach nee, ach Mädchen. Ja, okay. Ich wollte natürlich eigentlich da an das Band. Hoffe aber, dass auch unten der Weg sich einigermaßen fortsetzen lässt. Ja. Ja. Wer ist denn jetzt wieder? Mal gucken, wer hier verreckt. Scheiße, nur noch 12 Patronen. Okay, das war Glück. Sind die schwarzen Dinger da? Ich habe gerade ein bisschen anderes, so ist eine Waffenmodifikation. Die ein bisschen Rahmenfleisch oder Krallen, aber auch immer das ist.
Grüße an den übrigen Kollegen hier, den begutachten auch gleich nochmal. Kriegen dafür gleich 6 Patronen wieder. So, dann werde ich vielleicht mal die heutige Aufnahmesitzung beenden. Denn wir sind ja gerade Stücke weitergekommen. Wie viel haben wir jetzt? Moment. Wir haben jetzt 21% komplett abgeschlossen. Wow, oder? So, dann. Das wird jetzt aber ziemlich schnell hintereinander weg. Beide sind voll. Ich kratze jetzt an. Also, ich nehme jetzt schon 200 Minuten auf heute. Ich höre Funksprüche. Und wieso kann ich sie ja nicht durchsuchen? Ich möchte die nicht suchen. Da ist bestimmt was Interessantes dabei. Das hätte nicht sollen sein. Da hinten ist irgendwas. Oder irgendjemand. Das ist erstmal ein Camp. Da können wir vielleicht ein bisschen. Dann machen wir da mal die Waffenmodifikationen und sind da ein bisschen gierig. A storm that came out of nowhere, out of a clear sky and brought down a plane. It's not rational. You know it's not rational, Lara. There must be some explanation. I just don't know what it is yet. Jetzt sehen wir uns aber wieder um, aber ich finde, so mit der Lederjacke sieht es sowas gut aus. Höhere Genauigkeit. Bin ich wohl schlechten Eltern? Warten wir mal. Dann haben wir schon 4 der 6 Upgrades für die Pistole. Und dann machen wir mal das erstmal vorletzte Survivor Upgrade. Orientierung. Achso, das können wir erst auf Level 2 machen. Level Tier 2. Das brauchen wir auch 2 mehr Skillpunkte. Tja, dann gehe ich jetzt mal hin. Mehr Munition tragen. Oder mehr Zeit beim Bogenschießen fürs Zielen, weiß man das. Deshalb würde ich gerne der Reihe nach vorgehen. Ruhiger Schuss. So, jetzt hat es auch wieder ein bisschen gerade in das Tagebuch geschrieben. 4 von 10 haben wir jetzt. Kann man bestimmt auch irgendwo lesen, oder? Aber andererseits. This storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right.
On my way. Und wieder müssen wir mit Rot regruppieren. Wie hast du denn die Fackel jetzt wieder ausgemacht? Wie hast du die überhaupt angemacht? Das ist hier noch viel bessere Frage. Naja, da klettern wir mal hier schön. Den Pfad entlang, den die Eingeborenen freundlicherweise. Ups. Nicht im Ernst. Oh Gott. So. So, das wäre zu schwierig. Okay. Was jetzt? Was jetzt kaputt? Jetzt haben wir auch ein Seil. Shoot Rope Arrows. Wo wird das denn jetzt? Ah, ach so, okay. Okay. Und wieso seid ihr jetzt tot? Was seid ihr überhaupt tot? Da oben ist noch ein Kollege. Zwei Kollegen. Maschinengewehre. Oder ist auch noch irgendwo Molly, Mann? Von Blut. So. Na, Mist. Bleibt daneben. Okay. Aua. Auf mich, auf mich, auf mich. Wo ist der Molly, Mann? Hinter mir? Nee, hinter mir kann er nicht sein. Da drüben. Ah, Schwanzlutschner Arschficker. Ja, ich auch. Hier. Ein Riesendildo. Genau zwischen die Augen. Stehst du da drauf? Da oben noch jemand. Mhm. Upti. Ich schieße einfach mal alle Seile ab. Wir haben es ja. Ja, los. So. Und noch nicht so viel gebracht. Das hier könnte interessant sein. Dann noch die beiden da im Brückenpfeiler. Bringt aber auch nicht, weil die anderen schließe ich jetzt lieber ab. Vielleicht nur ich suche und weiter. Ich spiele jetzt aber wirklich nur noch bis zum nächsten, bis er das nächste Quicksave anzeigt. Der Schwarze. Oder irgendwo noch ein Schwarzer. Oh. Das macht Spaß. Nochmal.
Ja, komisch, der schwarze Mann ist schon verschwunden. Uraya! Na komm! Wie? Also lustig, wieso die Tür zertritt? Hier finden wir doch einen. Ein Kilo XP. Ich denke aber, wir finden irgendwas Besonderes, oder? Leute, ich muss ja sehr ergrenzen. War das jetzt gute Idee, hier reinzuspringen, oder können wir vielleicht hier beweisen? Nee. Jetzt hat er die Fackel angemacht, ach verflucht. Ich möchte das Steigeisen benutzen. Wie das aber schafft, mit zwei Händen und Fackel da die Dinger zu umgreifen, das ist mir auch immer wieder unbegreiflich. Kommen wir da ran? Naja, war ein Boss, ja nichts, okay. Ja, hoch da! Dann darüber. Natürlich der Bodybon. Und sein Bruder. Teil wieder voll, okay. Und jetzt holen wir die Pistole, brauchen wir ein bisschen. Sprung hin. Ja. Schwein gehabt. Wir finden hier immer noch ein bisschen Salviafa. Aber so generell hat uns der Sprung nicht viel gebracht. So, dann gehen wir weiter im Pfad hinauf. Und da, man sieht es, da war ein Quicksave-Zeichen. Autosave. Und dementsprechend, mein Gott, 182 Minuten geht diese Aufnahme jetzt. Und ich davor schon 28, also habe ich jetzt 3,5 Stunden gespielt, Leute. Das ist ja schon mal kein schlechter Wert und da werden wir morgen mit weitermachen.